Aufregung und Gerüchte rund um die viel beachtete Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry am 19. Mai in Großbritannien. Denn wie das Promi-Portal tmz.com Anfang der Woche berichtete, soll der Vater von Meghan möglicherweise nicht zu der Hochzeit seiner Tochter kommen. Oder vielleicht doch, wie es in jüngsten Medienberichten vom Dienstag plötzlich wieder hieß. Thomas Markle, der Vater der 36-jährigen US-Amerikanerin Meghan, die in Los Angeles aufgewachsen ist, wolle weder seine Tochter noch die königliche Familie in Verlegenheit bringen. So soll Markle dem Online-Magazin gesagt haben. Außerdem habe er vor wenigen Tagen einen Herzinfarkt erlitten. Hintergrund könnten gestellte Paparazzi-Fotos sein, die der Vater von Meghan von sich anfertigen ließ. Meghans leibliche Eltern hatten sich getrennt, als sie noch ein Kind war. Nach Angaben des Kensington-Palasts hatte sie sich jedoch bereits darauf gefreut, ihre beiden Elternteile mit dabei zu haben. Und bei der Hochzeit sollte Thomas Markle seine Tochter zum Altar führen. Ausdrücklich bestätigen wollte das Königshaus die angebliche Absage von Thomas Markle bisher noch nicht.